Herzlich willkommen zurück zu Lightning Returns. So, und weiter geht's. Hier mit Lightning. So, stirb! So, Rundumschlag. Und Aero. So, Eileis. Und tschüss. So, Bronzemedaille. Gut, der Typ ist immer noch nicht da. Vielleicht ist ja der eine Typ da, der wo singt. Der Junge. Ja, der ist hier. Stirb. So, Aero-Ra. Und Rundumschlag. Und Blitz. So, Krafthieb. So, Blitzrohr. Und nochmal Blitzrohr. Rundumschlag. You made it too easy for me. So, alles klar. Die werden erledigt. Was? Da war doch gerade ein Junge da. Ah. Na super. So. So, wir schauen mal wieder in das Outworld-Feature. Vielleicht gibt es da was Interessantes. So, zeig mal her, was du für Souvenir hast. Vielleicht hier was Interessantes. So, Sichel des Jüngers, 15.000. Kann man das vielleicht irgendwo einsehen? Boah. Mann, das kann man nicht einsehen, verdammt. Sichel des Jüngers, was ist das? Oh, mit R2. Eine Waffe, die einem Jünger Etrus entrissen wurde. Ja, den haben wir wahrscheinlich schon. So, Stadtführer. Ach, das kennen wir schon. So, um 12 Uhr müssen wir zu diesen Weissagern oder Wahrsagern. Ah, natürlich. Und Aero-Ra. Rundumschlag. Und Blitz. Und Krafthieb. Na los, Angriff! Wuhu. Gut, mit dem Schwert sieht's nicht ganz so toll aus, aber egal. Meine Güte, was ihr mal habt gegen mich, ich mach doch gar nichts. Alter, hat die Durchsagen, tut sie nichts anderes zu tun, außer denselben Scheiß den ganzen Tag zum Labert? Meine Güte, such dir einen Job. So, gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Da, 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 da. Die labert echt den ganzen Tag dasselbe. Nö. Ah, hier gibt's ja auch irgendwie gar nichts.
Ja, ich habe was kaputt gemacht. Freut's euch. Ja, okay. Gibt's hier irgendwas, weil ich hier eine Schatzkiste höre? Oh, schau an. So, was haben wir denn hier schon als Kampfstachel? So, Kampfgarnituren, Kampfstachel. Verbrauch zu Kampfbeginn 5% TP, um Vigilant und Floor auszuführen. Vergiss es. La la la. La 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 la. Oh. Da höre ich auch eine Schatzkiste. Dann müssen wir nochmal kurz nach oben gehen. Oder auch nicht. Ja, wir wissen es, dass es die Erlöserin gibt. Meine Güte, jetzt halt doch mal die Fresse, das ist ja unglaublich. So, hier gibt es anscheinend nichts. Nein. Und hups. So, es ist fast 11 Uhr. Hallo und willkommen. We keep only the best in stock here. Ah, okay. Oh, you'll be back. La 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 la. So, lass mich raten, der Typ ist bestimmt immer noch nicht dort. Also der Junge. Dich kann ich auch noch nicht ansprechen. Oh, was haben wir denn da schon ist? Eine Bronzemedaille. Ich glaube, die können wir bald mal verkaufen. Da haben wir auch schon ganz schön viele von. So, ist er da? Nein, er ist nicht da. Wie kann er nur? Oh, 11 Uhr. Hui. Oh, jetzt ist der kleine Junge da. Perfekt. Hallo. So, bitteschön. I've got the music for you. No, I need the song. Hey, thanks, Lightning. Okay, here goes. Jetzt bin ich mal gespannt. You always loved this song. I remember when you told me what it was about. That you had to believe in tomorrow, no matter how bleak the future seemed to be. Keeping hope alive gave you the strength to make tomorrow a better place. I can see you now like it was yesterday, humming the song softly to yourself. Tell me, Sarah, can you hear it now? Are you somewhere close, watching me remember you? That's some story. So, the patron was her fiancé, and this was one of her favorite songs? And it must mean a lot to him. It would bring back a lot of memories. By the way, what's the song called? It's called Miracles. You want to do me a favor? Keep playing it as often as you can. Maybe he'll be able to hear it. It'll do him good. Sure, no problem. I doubt he can hear me down here, but I won't stop playing it, just in case. Miracles do happen sometimes, right? Ach, das Lied ist so schön. Jungbrunnenkrone. Und eine Seele, perfekt. Maybe that music has made me overly sentimental, but I think his music will help some of the people in this town. It's a perfect message for times like this. The world may be about to end, but miracles can still happen if you believe. Hope you might be right. Who knows? Music can be a very powerful thing. Oh ja. So, spiel die Musik, Kleiner. Tu mir den Gefallen. So, wir gehen mal ganz kurz zum Schmied.
So, was hast du denn Schönes für uns? Können wir nicht kaufen. Können wir auch nicht kaufen. Und das ebenfalls nicht. Aber wir könnten etwas verkaufen. Und zwar Bronzemedaillen. 54, krass. Mithrilmedaillen. Kristallmedaillen. Und das war schon. 60.000 Gil. Boah, sind wir reich. Ja, ich habe auch zu danken. Warte, wenn du was Neues gehabt hast. Was hast denn du? Hast du auch was Neues? Nein, hat er nicht. Böses Mensch. Dingsbums Teil. So, mal schauen, ob jetzt dieser Mann da ist. Nein. Also ganz ehrlich, nervt euch diese Durchsage auch? Also mich total. Kann man gerade das ganze Zeit denselben Scheiß erzählen? Ist doch langweilig. Ja, gesuchte Frau, Lightning, bla bla bla, das bin ich zufälligerweise ich. So, es ist fast 12 Uhr und 12 Uhr bedeutet, wir müssen zu... Oh. Hallo? Normally, she can make angels weep with that beautiful voice of hers. Okay, sprechen wir sie nochmal an. I can tell you're pretty upset. Want to tell me about it? What good would that do? You can't teach me how to sing again, can you? You forgot how to sing? My voice is just gone. I can't hold a note anymore. Are you sure you're not sick or something? My heart, maybe. The cruel bastard, he left me. And you think he took your voice with him? You don't understand what it is to perform, do you? He's not just my lover. He's written all my best hits. We were an unbeatable partnership. But then he up and left, leaving nothing but his songs behind. I tried to sing them, but I'm so angry at him, I just can't get the words out. So you're not heartbroken, just angry? I don't expect you to understand. You're right about that. I don't understand at all. Wait a second. Would you be willing to go and find him for me? I'll make it worth your while. My word is good, I promise. Why are you asking me? Because there's no danger he'd fall for you and forget about me. Hey, Lightning ist hübsch. Finde Birdie ihren Komponisten. Gut, den finden wir bestimmt irgendwo. Lightning ist sehr hübsch, die findet bestimmt jeden. Don't hate me if he does fall for me. If he does, I'll hunt you down, tear your hair out and claw your eyes. What the fuck? Make myself clear? Anyway, his name is Birdie. He's the kindest, most gentle man in the whole city. He should be easy to find in a sea of undesirable men. That's really not much of a lead, but I'm willing to help you out. Da ist er ja. What prompted you to take on such a strange job? I don't know. I think this city must be getting to me. Bleibst du stehen? Hey, why are you running from me? I just want to talk. I don't know any Olga. I mean... It doesn't take a genius to figure out you know her. Do you know anything else about her? Like, where her missing lover is? Oh, I can't keep this secret for any longer. I just can't. I have to confess it to someone, and it might as well be you. I'm her lost lover. Is this your idea of a joke? No, it's true, I swear. My name is Birdie. You know, the songwriter? I promised her my undying love, but now I don't dare face her. I unwittingly lost the 354th song I wrote for her. Wait a minute. Did you say 354? That's a lot of songs. Well, you know, I had a few centuries. Ja, das stimmt. Run out of ideas? Ideas come easy. I picture my Olga and the melodies just come to me fully formed, as if from another world. Huh. Better to be lucky than good, I guess. But a dark cloud has blotted out the sun of our radiant love. In the form of a frightful monster that suddenly attacked me and stole that song away. Which, incidentally, brings me to the favor I want to ask.
I'm sure you can guess what it is. Why don't you spell it out for me, just to be sure? Well, I was thinking that you could get my music back from that, monster. I'd give you a reward, please? You and Olga, neither of you mind asking strangers for favors, do you? Oh Mann, Notentasche finden. Hey, die haben wir doch schon. Ich unterbrich dich jetzt mal, Hope, weil du laberst eben genau nur das, was ich eh schon weiß. Thank you. I can finally return to Olga and present her with my new song. Wunderbar. Jetzt gib mir zwei Seelen, bitte. Where have you been all this time? Don't you realize that people were actually worried? Olga, my love, be still my beating heart. To hear your dulcet tones again, it's a dream come true. Ich glaube, sie wird gerade vermöbelt. Geil. Oh, it was very clever of me to ask for your help. Thank you for bringing Birdie back safe and sound. We artists are cursed with sensitive souls and our hearts are easily broken. So that's how you treat sensitive souls, huh? If you're talking about the way I speak to Birdie, everything I say comes from love. In any case, I owe you a favor. Olga shall sing for you. It's your favorite song, or so I'm told. How would you know my favorite song? It's not a bad song, it has its moments, but it doesn't compare to the sublime melodies that Birdie writes. Is he really as good as you say he is? Absolutely. Of course, I'd never tell him that. His head is already big enough as it is. Now I have a song to sing for an audience of one. I hope you feel grateful. This is a very, very rare treat, you know. Normally I only sing for Birdie or a paying audience, and I assure you, tickets to my shows are not cheap. Thanks, but tell me one thing. How do you know my favorite song? Who did you talk to find out? A young girl called herself Lumina. Ach, war klar. Now, Evans, if you would. Abgeschlossen. Erlöserinnenbonus, Ballmaske in rosa. Und eine Seele. Und ein Exklusivkonzert für Lightning. Und uns. Der Typ ist immer noch bewusstlos am Boden. Ha, geil. Cool, das ist wirklich schön. Yeah, that's right. It's always been her favorite. I wonder if she can hear it, wherever she is. Okay, woher kenn... Ich muss gerade wissen. Was für eine Form hat Liebe? Ist sie wie ein Pfeil, der auf den Menschen zusteuert, den man liebt? Ist es weich wie ein sanftes Federkissen? Beim Anblick der Sängerin und ihres Komponisten muss ich an zwei Hälften eines Kreisels denken. Zusammen balancieren sie sich gegenseitig aus und können sich für immer drehen. Doch wenn man sie trennt, bleiben nur zwei zerbrochene Teile, die alleine nicht einmal stehen können. Liebe ist, wenn man sich gegenseitig braucht und aufeinander verlässt. Doch ich konnte mich nie auf jemanden verlassen. Bedeutet das, dass ich nicht lieben kann? Doch Lightning, das kannst du. Thank you so much. It really is wonderful to hear Olga singing like an angel once again. Ja, okay. Uah. Hallo. Hallo. Uah. So, dann können wir noch mal ganz kurz speichern. Zack. Zack. So, und jetzt ist es genau 12 Uhr. Dann gehen wir mal zu diesen Wahrsagern. So, Hallöchen. Savior, you have come.
Your fate is in our hands. I see all the threads, past and future. And your path is clear. My eye sees the truth. This is so, and always has been. Our encounter has sealed the spell. Know now, you are bound by my words. What the hell do you mean by that? Bound by your words? You think that because I came today, just like you predicted, you have some kind of hold over me. And now you believe you can tell me what to do next. Is that it? Yes. You must bend to our will. That is your fate. Do not fight it. You're just fooling yourselves. I came here today because I wanted to, not because of any spell. Ah, yes. The illusion of free will is the spell's greatest strength. Now it is time to hear your next oracle. My eye has seen the truth. The three stones you must find and bring here to us. Stones? As in some kind of gem? It is ordained. You must obey. Bring us the desert flames. Three there must be. One is borne by a traveling merchant. One is found in an underground path. One is found on a street with many inns. So, if this spell of yours is real, I've got no choice, right? I'll go out, find those three gems, and bring them back to you. The chains of fate bind you. Tempered in heaven's furnace, by no force can they be sundered. You must do fortune's bidding. Alles klar. Are you feeling okay? Those men said they cast a spell on you. Do you think that that's true? They're charlatans and incompetent ones at that. Magic eyes and oracles? That wouldn't fool anyone. Good to hear. They want you to find the three desert flame gems. But you're not gonna play along with their game, are you? You'll ignore them, right? Or I could find them. Light, you're not serious about that, are you? You know as well as me, we don't have to play their games. Naja, aber wir könnten deren Seelen retten. You are a prisoner of fate. And beholden to the eye. You are the one who will find the desert flames. Ja, ja, du mich auch. Meine Güte, jeder will was von mir. Ist ja unglaublich. So. Was? Schokopolina? So, ein Informant. Hast du was Neues für uns? Nee, hast du nicht. Gut, wir gehen jetzt mal in diesen Untergrundpfad, weil da könnte vielleicht ja dieses Zeug lauern. So. Aiora. Rundumschlag. Now redemption is yours. So, ein Völknäuel, wunderbar. So, vielleicht finden wir einen dieser Wüstenflammen direkt hier unten. Oder haben wir vielleicht sogar schon eins? Wer weiß das schon? Gleich mal nachschauen. Ta-ta-ta. Da-da-da-da, Volkskörper, Wüstenflamme, da haben wir doch schon eins. Gut. Ja, dann hat sich das ja irgendwie im Prinzip schon erledigt. Dann halt nicht. Wow. Boah, du Mistviech. Stirb. Sehr unglaublich. So, von der Herberge und von einem reisenden Händler. Die zwei Sachen finden wir doch locker. So, wo sind viele Herbergen? Wo war jetzt das? Herberge. Herbergen. So ein Ding. Ja. Das wäre jetzt entweder hier. Oder da.
Dann gehen wir doch mal schnell zurück, weil da sind wir näher. Oh, hallo. Oh. Was ist das? Wüstenflamme. Okay, wir speichern. Zack. Zack. Wenn wir jetzt drei Wüstenflammen finden, dann können wir eigentlich den nicht mehr abschließen. Also, das ist ja jetzt irgendwie doof. Wie machen wir das jetzt? Schließen wir den ab oder machen wir die zwei pro Wahrsager? Zwei Seelen oder eine? Obwohl, nehmen wir mal die eine. So, bitteschön. Is this what you're looking for? Oh, it is indeed. My good woman, thank you. It's a precious heirloom of great sentimental value. Accept this token of my appreciation. Was? Keine Seele? The gem you found for me was a present from my wife. Nee, nicht wirklich. Das sehe ich jetzt mal überhaupt nicht ein. 6000 Gold, schön und gut, aber nein. Dann bekommen wir von dem keine Seele, das ist ja voll behindert. So. Gut, dann tun wir mal kurz neu starten den Spielstand. Macht hier nichts. So, Spiel fortsetzen. So. Jetzt kommt ein kurzer Ladescreen, nachdem es verbunden hat. Bewegende Liebe. Ja, wer es kurz lesen will, der liest es einfach mal. Das haben wir ja gerade gehört. Und mit angesehen, dieses Drama dieser zwei Liebenden. Ja, ja. Gut, also dieses Wüstenflammen-Dingsbums geben wir diesen einen Typen nicht. Dann suchen wir jetzt noch das dritte. Das war bei einem Händler. Gut, den finden wir auch irgendwo. So, wo könnte jetzt ein reisender Händler rumlaufen? Das wird jetzt schwierig. So, ich würde mal sagen, wir laufen jetzt hier die ganze Stadt ab und suchen, das ist eine Wüstenjuwel. Und ja. Und greift ihr an? Nö. So. Jaha. Ich bin um 18 Uhr pünktlich dort und darauf kannst du wählen. Also zählen. Hope. So, der ist auch hier. Wunderbar. Ich gab die Letter an Pickett. Although, I guess it's more accurate to say, he stole it off me. He did? But you know what? It might be the last thing he steals. I saw him just a little while ago and something was different about him. He seemed proud, holding his head high. Why, he reminded me of his father. I think his criminal days might be over. You did the right thing, helping that child. Maybe you shouldn't call him that. Child, I mean. He seems more mature than other kids. If you treated him more like the young man that he's become, he might listen to you. Yes, you're absolutely right. Of course. The next time I see little Pickett, I shall address him not as a child of my dear friend, but as a man in his own right. Thank you so much for all your help. Ja, nichts zu danken. Bekomme ich jetzt eine Seele von dir? Einen schwarzen Zylinder, wunderbar. Und die Seele. Und eine Nachricht von Lightning. Mit dem Verlust seines Vaters schien das Herz eines Jungen stehen geblieben zu sein. In einer Welt, in der niemand altert, kommt Wandel nicht von selbst. Um unseren Wunden zu heilen, müssen die Menschen sich selbst in Bewegung setzen. Denn die stagnierende Zeit lässt den Schmerz nicht verklingen. Der Junge hat es geschafft, seinen Weg wieder fortzusetzen.
Doch was ist mit mir? Mir bleibt nicht mehr viel Zeit in dieser Welt. Werden die Wunden meines Herzens heilen, damit ich die Kraft habe, bis zum Ende zu kämpfen? Das werden wir sehen. So, wo könnte jetzt hier ein reisender Händler rumlaufen? Oh, hallo? Looks like you've got yourself a ticket to the play. Okay, der hat anscheinend nicht das, was wir suchen. So, hier ist ein Stadtführer. If you run, you'll end up being trapped. You need to fight. You had your chance to run. So, Erura. Und Rundumschlag. Na komm schon, ausweiden. Not a bad victory. So, wunderbar. Was war jetzt mit diesem Person hier? New gems, straight from the dead dunes. Want to buy one? They're called Desert Flames and I'm the only one who sells them. Okay, das ist jetzt irgendwie geil. Gut, Wüstenflamme gekauft. Wunderbar. Well, that's my entire stock. Thanks for being a loyal customer. Light, I don't want to pry. Are you all right? What I mean is, look at you. You're doing exactly what those fortune tellers told you to do. If you're asking me if I'm actually under their spell, the answer is no. Come on, they're just frauds. Except, you didn't just pick those gems off the street. You paid a lot of gil to complete that collection. Help, you have to give me some credit. I'm just playing along, for now. The best way to find out what they're really up to is to hand over the three gems. Stimmt. Sorry, I'm... Ach, schade. Hättest du jetzt noch eins, hätten wir noch 6000 von diesem Mann bekommen können. Aber so eben nicht. So, ausnahmsweise bringe ich die jetzt in dieser Folge noch zu diesen Wahrsagern. Und dann mache ich mal eine Aufnahmepause und deswegen möchte ich das noch beenden, diese eine Mission. So, wo sind sie denn? Irgendwo da vorne waren sie doch. Ach, die können wir auch mal kurz angreifen. So, wenn sie schon so schön dastehen. So, Rundumschlag. Na komm schon. So. Weiter geht's. Ach, wir könnten eigentlich mal wieder eine EP-Fertigkeit benutzen, und zwar das hier. Ach, da sind sie ja schon. Perfekt. Hallo. Behold, the eye has seen the truth. She returns to us bearing the three gems, just as foretold. I was doubtful, but I guess you do have special powers. That spell really works. So, why don't you tell me what you really want from me? Very well. The time has come. Listen well, Savior. I have seen it. You will hunt monsters, fearsome creatures that plague this land. The Eye has seen you defeat them all, even the ultimate beast. And your all-seeing eye doesn't lie, right? Because your spell will make it true? It is fate. The Oracle has spoken. And you have no choice but to act. Free our city of the monster menace. Der Wahrsager sucht nach jemanden, der Niblets vernichtet. Wenn sie ausgerottet sind, wird das letzte seiner Art erscheinen. Vernichte es, bevor es jemand verletzen kann. Aha. Light, it's pretty obvious what they're up to now, don't you think? They've got a monster infestation and they want someone to clean it up for them. And that would be me. They're nothing more than con artists, manipulating you to do their bidding.
What do they hope to gain from killing monsters? Maybe it's just as they say. Get rid of the monsters and the city will be a safer place. You're saying you think this is for the greater good. If you're right, you should help them out. Do what they want. Gut, das machen wir auch. It has been foreseen by the Eye. You will slay the ultimate monster. Gut, die Niblets, das ultimative Niblet. Oh mein Gott, wie wird das wohl auch schon? So, dann würde ich jetzt sagen, wir speichern jetzt hier. Zack. Zack. Und dann beende ich mal die Aufnahme. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier zurück bei Lightning Returns. Ciao, Leute.